Mein Name ist Andreas Doll, ich bin Schulleiter am Otto-Hahn-Gymnasium. Wir haben, kein Wunder, bei unserem Namen einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Das heißt, dass wir in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik sehr viel unternehmen. Wir haben mehr Unterrichtsstunden in diesen Fächern, sind sehr aktiv bei Schüler experimentieren und Jugend forscht und bieten eine naturwissenschaftliche Spielwiese, zum Beispiel durch die Lego Robotik AG und andere Arbeitsgemeinschaften. Dieses Engagement spiegelt sich auch in den Auszeichnungen MINT-freundliche und MINT-digitale Schule wider. Für uns ist es wichtig, die ganze Bandbreite der MINT-Fächer abzudecken. Dabei ist aber auch der ökologische Gedanke von großer Bedeutung. Mit dem Energieparcours und dem Win-Win-Energiesparwettbewerb könnt ihr dies konkret umsetzen und zusammen mit eurer Familie Energie sparen und auch euer Taschengeld aufbessern. Englisch ist die Weltsprache und mittlerweile oft auch an der Uni und in der Wissenschaft die Basis für Kommunikation. Deshalb bieten wir Englisch bilingual an. Das heißt, dass ab der 6. Klasse eine Einführungsstunde und ab der 7. Klasse Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde in englischer Sprache unterrichtet werden. In der Oberstufe komplett in englischer Sprache. Zudem haben wir in Englisch in den Klassen 9 und 10 Mündlichkeitsprüfungen, die Klassenarbeiten ersetzen, denn das Wichtigste ist, dass man in der Sprache sprechen kann. Ich bin Annette Förster, die stellvertretende Schulleiterin. Seit dem Schuljahr 2004-2005 bieten wir die Ganztagsschule des Landes Rheinland-Pfalz an. Wir bieten zwei Formen an, das rhythmisierte Modell und das additive Modell. Was bedeutet das? Zunächst für die Ganztagsschule. Mittagessen gibt es für unsere Ganztagsklasse nach der 5. Stunde. Der Unterricht ist über den ganzen Tag verteilt. Und in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik gibt es 3 zusätzliche Stunden, sodass die Übungszeit in den Fächern mit den Lehrkräften erfolgt und es keine weiteren Aufgaben in diesen Fächern gibt. Im additiven Modell, die Kinder kommen aus verschiedenen Klassen, findet das Mittagessen in der 7. Stunde statt und danach ist die Übungs- und Lernzeit unter der Anleitung von Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften. Die Fachschaft Musik bietet alles, was das Musikerherz begehrt. Neben den Chören, die uns immer wieder mit schönem Gesang erfreuen, können sich Schülerinnen und Schüler, die ein Instrument spielen, in das Orchester oder die Big Band einbringen. Das Adventskonzert und Music at the Gym zeigen das komplette Können unserer Musiker. Der Sport und die Bewegung sind für uns von großer Bedeutung. Neben dem Sportunterricht haben wir viele AGs, Schulmannschaften in den verschiedensten Sportarten und im Spielhof, der nur für die 5. bis 7. Klassen ist, mit dem Kunstrasenfeld, der Kletterwand, den Tischtennisplatten und dem Basketballfeld tolle Bewegungsangebote für die Pausen. Seit 2014 sind wir auch Partnerschule des Sports, weil wir es in besonderem Maße ermöglichen, dass gute schulische Leistungen und gleichzeitig sportliche Höchstleistungen gefördert werden. Unser OHG-Lauf, mit dem wir mittlerweile schon über 345.000 Euro für soziale Projekte erlaufen haben, ist ein sportliches Highlight im Schuljahr. 2 Aspekte möchte ich noch erwähnen, damit man versteht, was das Besondere am OHG ist. Unser Schülerparlament, alle Klassen- und Kurssprecher und die Schülervertretung fährt 2-mal im Jahr für jeweils 2 Tage nach Annweiler ins Turnerheim, um gemeinsam zu überlegen, wie man die Schule noch weiterentwickeln kann
und welche Themen wichtig für Schülerinnen und Schüler sind. Die Schulleitung kommt nachmittags vorbei und hört ganz genau zu, wenn die einzelnen Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vortragen. Daraus haben sich schon ganz viele Dinge entwickelt. In diesem Schuljahr wird es zum Beispiel den Tag der Nachhaltigkeit geben, den die SV und die Schülerinnen und Schüler zusammen mit dem Kollegium planen. Eine fantastische Idee. Unser Kiosk ist ein besonderer Kiosk, denn er wird von einer Schülerfirma betrieben. Die Schülerinnen und Schüler schmieren morgens die Brötchen, verkaufen in den Pausen die leckeren Sachen und schauen, dass die Firma funktioniert. Weil wir dieses K-Team, so heißt die Schülerfirma, unterstützen wollen, haben wir vor 3 Jahren einen neuen Kiosk gebaut und durch ganz viele Sponsoren finanziert, damit das Kiosk-Team noch bessere Arbeitsbedingungen vorfindet. Das ist gelebte Schule. Wenn Sie das Otto-Hahn-Gymnasium noch besser kennenlernen wollen, laden wir Sie zu unserem Schulbegehungstag ein, der am 6. Januar 2021 stattfindet. Weitere Informationen und die Modalitäten zur Anmeldung für die Schulbegehung erhalten Sie auf unserer Homepage www.ohg-landau.de. Vielen Dank.